Servus. Servus. Sollen wir mein sickes Intro anschauen? Klar. Warte auf. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Road to Billionaire. Und das Video, das ihr gerade zum Teil gesehen habt, das wird richtig krass, das verspreche ich euch. Ihr könnt euch auf jeden Fall freuen, wenn das rauskommt. Was machen wir heute? Heute wird ein bisschen nichts gemacht, denn wir sind beide noch ein bisschen krank, der Basti und ich. Aber ja, wir schauen einfach mal, ob wir heute vielleicht essen gehen oder ob wir einfach hier einen ganz normalen Tag in der Villa machen. Servus. Servus. Was machen wir jetzt? Das wollte ich dich gerade fragen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe auch keine Ahnung. Die Sonne blendet mich voll. Ich kann gar nicht richtig in die Kamera schauen. Das ist blöd. Sag mal. Weg mit euch! Ihr glaubt nicht, was passiert ist. Schaut mal hier, der Günther. Ja, Günther, brauchst gar nicht so zu gucken. Ich seh's doch. Du hast hier mitten auf unseren Pool geschissen. Schaut euch das mal an. Hier. Einfach auf unseren Pool geschissen. Ist der Wahnsinn. Günther, Günther, Günther. Boah, fuck. Boah, das ist gruselig. Komme ich jetzt wieder zurück? Huh! Keine Höhenangst. Easy. Der Vlog heißt Lebensgefahr in Thailand. Fast von der Klippe gestürzt. So Freunde, wir haben uns jetzt dazu entschieden, in den Beach Club zu gehen nach Patong, direkt bei der Bangla Road. Da sind wir sehr gespannt, ob da was geht. Und deswegen bleibt dran. So Freunde, wir sind jetzt hier in Patong angekommen. Ey, der Strand hier ist echt richtig geil. Hier direkt beim Sonnenuntergang. Und jetzt geht's ab nach Beach Club. So Leute, der Beach Club ist einfach nur scheiße, deswegen gehen wir jetzt wieder zum Strand. So Freunde, wir halten jetzt auch schon noch ein paar Frauen, weil wir wollen hier unbedingt eine Freundin haben. Freundin? Mann, Spaß! Oh, wow. Okay, good job. Want to be in my video? Thailand! Thailand, good! So Freunde, jetzt gibt's ein wenig Kokosnuss. Einfach nur geil, ganz frisch gemacht. Heftig. Es gibt immer noch Leute, die denken, Geld macht glücklich, aber es sind die kleinen Momente. Am Strand bei Sonnenuntergang eine Kokosnuss. Ist viel geiler als hier eine 23.000 Euro Villa. Wir haben uns jetzt hier mal auf den Stein hingelümmelt und genießen die Kokosnuss. Boah, schaut euch das mal an, Leute. Dieser Sonnenuntergang ist einfach der Wahnsinn. Hammer. Wie schmeckt die schon Kokosnuss? Leer. Richtig schon geil, leer. Aber ist schon leer, ja. Kann ich echt empfehlen. Eine frische Kokosnuss, eisgekühlt. Sehr erfrischend. Ja, die Sonne ist doch extrem heiß. Ja. Heizt sich da nicht der Ozean auf, wenn die Sonne da reinfällt? Eigentlich müsste es rauchen, ja. Eben, es muss doch rauchen. Ich verstehe auch nicht, warum das nicht raucht. Also, ja. Normalerweise müsste das jetzt voll abgehen hier. Ich meine, die Sonne fällt ja in den Ozean rein, also. Ja, aber wahrscheinlich raucht es erst, wenn die Sonne komplett weg ist, ja, im Wasser. Aber deswegen ist das Meer vielleicht zu warm, sonst wäre das irgendwie bei 0 Grad, macht ja doch Sinn. Das hätte normalerweise Minusgrade sogar. Ja. Also wenn ja die Sonne nicht da drin wäre, hätte das mehr Minusgrade sonst. Ja. Aber eine Frage. Warum scheint die Sonne eigentlich immer nur tagsüber? Da ist doch sowieso hell. Verstehe ich auch nicht, ey. Macht doch viel mehr Sinn, wenn die nachts scheint. Ja, habe ich mir schon sehr oft gestellt, die Frage, aber ich verstehe es auch nicht. Ich komme nicht drauf. Vielleicht weiß es jemand in den Kommentaren. Alter, was geht hier ab? Keine Ahnung, was bei den Vögeln da oben abgeht. Die haben einen Schluch, würde ich sagen. So, wir haben jetzt ein Restaurant gefunden, aber ich muss sagen, ich finde die Speisekarten einfach ein bisschen zu klein. Da kann man gar nicht wirklich was lesen. Also zu klein. Also. So, Leute, jetzt gibt es einen richtig geilen Cocktail. Ich freue mich echt riesig. Deiner Meinung nach der beste, oder? In Thailand? Freilich, der beste Cocktail in Thailand. Prost. Muss man hier erstmal umrühren. Ich weiß, das sieht schön aus, aber. Das sieht gut. Das schmeckt. Boah, sehr gut. Da habe ich aber nicht mal aufgenommen. Guck mal, wenn du umrührst mit der Grau. Jetzt sieht auf einmal nicht mehr so schön aus. Aber ich glaube, ich werde mittlerweile Foodblogger hier.
Tempura Rose, bin ich sehr gespannt. Sehen auf jeden Fall geil aus. Schmeckt richtig gut. Schmeckt gut? Schmeckt saugut. Mhm. Schmeckt echt gut. Kann man empfehlen. Wie heißt der Laden? Beirut ist ein Libanese. Beirut. Bei Patong Beach, Beirut. Thank you. Boah, zieht euch jetzt mal rein. Reis mit Hähnchen. Goldenes Besteck. Richtig guten. Geil. Es sind zwei Mathematiker beim Essen. Fragt der eine, ist noch etwas Lamm da? Sagt der andere, ja, unten sind noch ein paar Lämmer. Leute, wer hat den Witz verstanden? Schreibt es in die Kommentare. So, Freunde, Essen war richtig, richtig gut. Und jetzt fahren wir nach Hause in die Villa. Und dann werden wir es so richtig saufen, oder? Ja, würde ich auch sagen. Also, weniger Bier oder was? Spaß, Leute, wir trinken noch keinen Alkohol. Alkohol ist ungesund. Wir sind hier auf Geschäftsreise. Warum hast du dann gerade einen Cocktail getrunken? Es war alkoholfrei. Es war Schwanz, Schwanz. Leute, was heißt Cocktail auf Deutsch? Da chillt ein Hund. Guck, dass wir den Dinosaurier-Karpfen, Leon. Dreiköpfiger. Und Dino mit drei Köpfen. Hä, hey, das geht doch gar nicht. Dinosaurier haben keine drei Köpfe. Nee. Das ist eine Drache. Ach so. Ja, aber dran sind noch ausgestorben. Gibt's auch hier. Und das ist da der Boss. Willst du das auch, Leon? Boss-Café. Nein, ich will kein Schwerbus. Hallo. Servus. Servus. Das ist jedes Mal das gleiche, wenn wir einkaufen gehen. Ich will einfach nur fix ein bisschen Wasser nehmen und dann wieder gehen. Und die anderen, die laufen eine halbe Stunde rum, weil sie das wollen, das und das und das. Und dann suchen sie da noch was und finden da noch was. Kotzfrucht. Und ich will einfach nur Wasser kaufen. Kotzfrucht. Die hauen das Geld raus wie sonst was, der Wahnsinn. 1400 Ocken. 1500. An 5. Warum so, ist unsere Taxifahrerin? Die ist die abkaut, oder? So, Freunde, wir haben jetzt die ganze Zeit gearbeitet und jetzt gehe ich ins Bett. Ich bin echt müde. Schön, dass ihr euch den ganzen Vlog angeschaut habt. Und morgen habe ich mein erstes Date, Leute. Deswegen schaltet gern wieder morgen ein bei Road to Billionaire. In dem Sinne, macht's gut. Ciao.